Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meiner neuen One Piece Kapitelbesprechung. Dieses Mal von Kapitel 978. So, letzte Woche gab es kein Kapitel, heute geht's aber fresh weiter und wie das abgeht, hohoho, halt dich fest, wieder ein richtig gutes Kapitel. Ich habe zwar ein bisschen ein paar Sachen dran auszusetzen, aber dazu kommen wir gleich. Aber alles in allem auch ein positives Kapitel und ich finde, es geht positiv weiter. Hätte ich was mit der Heizung zerlegt hier. Die man jetzt bei dem Wetter natürlich sowieso nicht braucht. Moment, machen wir mal so, dann stört das ja auch nicht mehr. So. Ja, wir sehen halt hier, Lola und Chiffon treffen sich endlich wieder und die freuen sich und ja, danke, dass er das gemacht hat. Ja, hey, kein Thema, cool. So, wahrscheinlich schließen die sich jetzt halt den Wegepiraten an, den Firetank-Piraten und ja, okay. Gutes. Law taucht erstmal ab mit seinem U-Boot. Er macht sich auf den Weg, wirklich von hinten ranzukommen. Das finde ich cool, dass man jetzt auch, also wir wussten ja schon lange, dass Law ein U-Boot hat. Und bei Marineford konnte es ein bisschen glänzen, weil er dann ja Ruffy weggeschafft hat. Und jetzt, finde ich, kann das die Besonderheit, dass er ein U-Boot hat, jetzt halt auch wieder glänzen. Und das finde ich ziemlich cool. So, und dann kommen sie halt wirklich auf Onigashima an und wow! Zieh dir das rein. Was ein geiles Inseldesign. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem jetzt im Maßstab zu sehen, wie groß diese Höhle, dieser Totenschädel ist im Vergleich zu den anderen Sachen. Man könnte meinen, okay, das hier ist personengroß. Nein. Man muss sich das hier angucken. Hier sind die Schiffe. Und die Schiffe sind ja auch entsprechend groß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches dieser Schiffe die Sunny ist. Ich glaube, das hier ist die Sunny. Das ist, glaube ich, die Sunny, das linke. Und das hier ist, glaube ich, das Schiff von den Kid-Piraten. Die Sunny ist ja schon ein relativ großes Schiff. Wenn man das jetzt mal im Vergleich setzt, wie riesig das hier einfach alles ist, das ist schon ziemlich cool. Also auf Onigashima, ich erwarte, es muss wahrscheinlich zum einen so sein wegen den Numbers. Zum anderen ist ja Big Mom und Kaido sind ja auch keine kleinen Charaktere. Es ist aber alles wirklich sehr für Riesen geworden. Selbst für Riesen ist es noch sehr groß. Wenn man sich zum Beispiel hier diesen gigantischen Schirm anguckt, diesen Regenschirm hier, und dieses Schwert. Also ich bin ja gespannt, ob dieses Schwert irgendwer benutzen würde. Das ist sogar so groß, ich habe gedacht, das wäre, also das Onigashima, dieser Totenschädel, dass das eine Felsformation wäre, die man künstlich angelegt hat. Aber wenn ich das hier sehe, diese riesigen Dinger, dann glaube ich so langsam, das ist tatsächlich ein echter Totenschädel von irgendeinem gigantischen Riesen, der irgendwann mal gelebt hat. Wenn man das mal vergleicht, der müsste noch doppelt so groß sein wie Oz. Oder Oz, meine ich. Er müsste mal vergleichen, wie groß Oz wirklich zu den Ströten war. Aber der müsste noch mal viel größer sein. Aber gut, so okay. Man sieht also Onigashima, schön. Die ganzen Kaido-Piraten, die sind mega busy am Saufen. Das heißt, die kriegen nicht so wirklich was mit von dem, was da gerade passiert an ihrer Küste. Ja. Man sieht das jetzt hier auch, komplett besoffen. Was ist denn da los? Hat da einer was gesagt? Halluli! Ja, keine Ahnung. Und dann finde ich sehr schön, dass Lysop mal wieder einen kurzen Moment hat, einen ganz kurzen, bis glänzen kann. Ja, als Sniper schickt Schlafpuder rüber. Oder halt eine Pflanze, die irgendwie die einschläfert und zack. War was? Nö, war nix. Kein Problem. Lysop hat das geregelt. Finde ich cool. Sehr schön, dass Lysop hier als Sniper sich nützlich machen kann. Und dann passiert was ziemlich Krasses, denn die Samurai versenken ihre Schiffe, wo ich gedacht habe, what? What? Wie dämlich ist das denn? Aber aus der Sicht der Samurai macht das Sinn. Für die ist das halt make or break, ne? So, entweder wir kriegen das jetzt hin, Kaido umzustürzen und den endlich aus unserem Land zu vertreiben, oder wir können gleich drauf gehen. Macht keinen Unterschied. So, deswegen macht Kinemon hier direkt eine Ansage und sagt so, ey, entweder wir kriegen das hier hin, oder ist sowieso alles scheißegal. Finde ich ein cooles Ding. Und finde auch besonders cool, wie Frankie darauf reagiert. Die so, sollen wir das dann jetzt auch machen? Bitte was? Nur über meine Leiche, ne? Niemals im Leben würde Frankie zulassen, dass die Sunny irgendwie so versenkt oder so. Klar, ist ja sein Traumschiff. Und dann, was ich ziemlich seltsam fand, dann auf einmal siehst du jetzt hier, dass alle, die durch dieses Tor schreiten, was anscheinend Kinemon gemacht hat, und das muss er eben gerade gemacht haben, so, ich check's nicht ganz, wie da die Reihenfolge war, weil du siehst, die kommen hier an. Ist da Lost Schiff überhaupt dabei? Das U-Boot, weil ich sehe es hier nicht.
er war doch auf Laws Boot, ne? Also ich check nicht ganz, wie es sein kann, aber gut, dann ist er anscheinend vorgelaufen, man wird als Erster auf der Insel und hat dieses Tor errichtet. Ansonsten macht es keinen Sinn, dass dieses Tor da ist. Jedenfalls, wenn die Leute durchlaufen, ist durch die Teufelsfrucht von Kinemon, kriegt jeder halt das Outfit oder die Uniform der Kaido-Piraten. Und das sieht, also bei Kid geht's sogar noch, weil es noch zu seinem übergeordneten Design irgendwo passt. Aber bei den anderen, boah, das ist ja, ey, das ist ja mega zum Kotzen, ne? Also da gibt uns Oda in den letzten beiden Kapiteln endlich ein geiles neues Outfit für Ruffy mit einem Captain-Mantel und so weiter. Und dann sagt er so, nope. Hier habt ihr den Ruffy aus dem Bondage-Keller. Mit Hörnern. Hörnchen. So, es ist denn. Also es sieht einfach nur nicht gut aus. Und Brook hier als komisches Einhorn und. Es ist super wack. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Ich finde das Design super hässlich. Ich hoffe, die behalten das nicht. Bei Nami. Naja. Ich hoffe, die behalten das nicht. Aber Kinemon sagt ja auch, ey, wenn ihr angegriffen werdet oder so, oder verletzt werdet, oder halt einen Schlag gegen die Kleidung kriegt, dann kann es sein, dass sich meine Teufelskraft wieder auflöst und ihr wieder eure normalen Klamotten habt. Deswegen solltet ihr aufpassen. Also naja. Dann sieht man die Party, die auf Onigashima steigt, der Kaido-Piraten sehen. Auch finde ich sehr cool, dass Appo tatsächlich jetzt hier der DJ ist und hier Musik macht. Das finde ich cool. Passt zu ihm natürlich. Und Queen, also ich finde immer noch, Queen sieht für mich aus wie Rufus aus Street Fighter 4. Kennt ihr noch Rufus aus Street Fighter 4? Ich habe so das Gefühl, da hat Oda das Design geklaut. Ich finde den echt nicht cool. Ich finde den super nervig. Ich hoffe, der wird einfach nur möglichst schnell umgeklatscht. So, jedenfalls haben die dicke Party. Und er erzählt nochmal, auch sehr geschickt von Oda, wie er das hier macht. Er zeigt zum einen, dass die halt Party machen und zum anderen zählt er quasi nochmal auf, was es denn alles für Leute zu überwältigen gilt. Ne? Dann haben wir zum einen, hast du hier halt die Waiters, die darauf warten, dass sie eine Smile-Frucht bekommen. Dann die Pleasurers, die einige gegessen haben, aber sie haben keine Teufelsfrucht bekommen, deswegen lachen sie dämlich. Dann die Gifters, diese Monstrositäten aus der Geisterbahn, die seltsamen Fake-Teufelsfrüchte bekommen haben. Besonders das hier finde ich verstörend. Wenn ich das richtig sehe, eine Sexy Lady, wo ein riesiger Gorilla dran hängt. Sehr seltsam. Oder der Typ, der die Giraffe ist, aber anstatt von einem Giraffenkopf hat er seinen Oberkörper. Es ist super weird. Ich finde die eklig und super weird. Naja. Ich kann einfach nur wirklich halt hoffen, dass wir nicht mehr viel von diesen Leuten sehen. Da gibt es auch die Headliners. Das sind halt diese Kommandanten von dieser Freakshow. Und was Oda macht, er zeigt uns hier ganz viele Charaktere, die mögliche Kampfpaarungen aufmachen könnten. Jetzt wird hier auch nochmal so erwähnt von wegen, ja, hier, Big Mom ist übrigens auch schon auf der Insel. Und das ist krass, weil, das heißt also, es kann nicht mehr so sein, dass Big Mom zu spät kommt oder Big Mom, Kaido da irgendwie auf dem Wasserweg oder so in den Rücken fällt. Nein, anscheinend sind Big Mom und ihre Kinder, wer auch immer von ihren Kindern mit dabei ist, sind anscheinend schon auf Onigashima und Big Mom macht sich gerade fertig. Das heißt, Charaktere wie Katakuri oder Perospero oder Smoothie oder Ofen, die könnten alle schon da sein und vielleicht gibt es ja jetzt nochmal einen krassen Rückkampf mit diesen Charakteren, also das heißt ein Rückkampf. Ich hatte ja gehofft, dass Sanji jemanden aus der Big Mom Piratenbande als Gegner bekommt, hat er nicht gekriegt, vielleicht kriegt er das jetzt. Wobei, naja, es gibt auch viele andere Anbieter auf Kampfpaarungen, nämlich die hier. Wie sehen sie jetzt? Die Flying Six. Hier in der offiziellen Übersetzung werden sie als Toriroppo bezeichnet. Ulti Page One. Page One, das ist der Spinosaurus, gegen den Sanji schon gekämpft hat, als er Sugar Mask war, als er den Raid Suit der Germa anhatte. Who's Who? Das finde ich sehr seltsam, dass es Namen gibt. Who's Who? Black Maria, X-Drake und Sasaki. Sasaki Fischmensch, das Design gefällt mir echt gut von dem. Es könnte, also der als Arc-Boss für Jinbei wäre ganz nice, ne? Fischmensch gegen Fischmensch. Drake, ich finde, der passt hier super gut rein in diese Runde. Finde es schon fast schade, dass er ja ein Verräter ist, weil er ist jetzt, der gehört ja zur Marine und zu Sword. Obwohl, das wissen die noch nicht. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das ein Riesen ist. Ich würde es vermuten, oder ist sie einfach nur so sehr groß, Black Maria. Auf jeden Fall, was auffällig ist, zwei weibliche Charaktere bei den Flying Six, das hätte ich nicht erwartet. Spricht ja aber vielleicht für unsere Strohbande, dass Nami und Robin endlich mal wieder Arc-Bosse kriegen und die müssen das jetzt eigentlich bekommen. Also Page One gefällt mir in seiner menschlichen Gestalt auch sehr gut. Who's Who, den kann ich noch nicht einordnen und mir ist jetzt auch nicht klar, wer von denen
jetzt Kaidos Kinder? Sind das jetzt alles Kaidos Kinder? Ist jetzt einer von denen hier der Kaidos Sohn? Wurde Kaidos Sohn jetzt noch nicht gezeigt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn einer von denen Kaidos Sohn sein sollte, dann würde ich das bei diesem zusehen, weil er da so ein bisschen anscheinend die Hosen anhat. Aber ich... Hilf mir da vielleicht mal weiter. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr da Licht in mein Dunkel bringen könnt. Da bin ich ein bisschen verwirrt von. Aber ansonsten gefallen mir die vom Charakterdesign echt gut. So, ich habe ja gerade gesagt, die hässliche Freakshow, die bisher so auf Wano los war mit den ganzen Gifters und der Kaido-Piratenbande, also wirklich eine Schreckgespenst, eine Missgeburt nach der anderen, die einfach nicht cool aussahen und die einfach nur nervig waren. Und es ist auch schön, dass dann halt auch die Kommandeure, also ich kann mit Queen, mit King vielleicht noch, aber mit Queen überhaupt nichts anfangen. Mit Jack kann ich auch nicht viel anfangen. Wir haben die Designs der Kaido-Piraten bisher nicht so gefallen. Bis jetzt. Ich finde die Flying Six echt cool. Mir gefallen die alle echt gut vom Design her. Und ja, man muss halt gucken, wer hier wen als Gegner bekommt. Es könnte sein, dass es einen Rückkampf mit Page One und Sanji gibt. Vielleicht ja, vielleicht nein, weil eigentlich hat Sanji ihn ja schon geklatscht. Aber ich bin mir eigentlich ganz relativ sicher, dass Black Maria und Ulti, eine von beiden oder beide zusammen oder wie auch immer das durchgemischt wird, Robin und Nami, dass das die Arc-Bosse sind, dass sie gegen andere Frauen kämpfen wieder. Das würde ich auch echt begrüßen, weil ihr wisst, ich wettere immer dagegen, dass Oda gefälligst mal wieder allen Strohhüten Screentime geben muss und dass die anständige Kämpfe bekommen. Mit Ausnahme von Ruffy haben wir im Prinzip seit der neuen Welt keinen einzigen Kampf gesehen, wo die wirklich richtig all out gehen mussten, wo die fast umgefallen sind vor Kämpfen, wo es wirklich richtig knapp war. Ja, Ruffy ist der Einzige. Der hat wegen den äußeren Umständen gegen Cody Jones gekämpft, im Wasser und dann Bisswunde und so weiter, ne? Okay, dann hatte er Deflamingo, der war halt ein harter Brocken so war. Ja, da ist er echt all out gegangen. Und dann hatte halt auch Katakuri einen krassen Kampf gehabt. Und außer ihm war das bei keinem so. Bei keinem. So, und das muss jetzt echt mal kommen. Ich habe ja erst im letzten Video gesagt, ich glaube nicht, oder ich habe ja so langsam den Verdacht, dass auch die Ströte jetzt Kaido nicht besiegen werden. Aber wenn ich das so sehe und darüber nachdenke, denke ich mir, ey, ganz ehrlich, es muss eigentlich so kommen. Es kann nicht sein, dass Oda so viele Charaktere da reinschmeißt und die dann später nicht dafür nutzt, damit die ganze Bande richtig krasse Kämpfe bekommt, damit sie wieder so einen Alabaster oder einen ähnlichen Lobby-Moment haben, wo sie sich genau in dem Moment halt erst weiterentwickeln und dann erst krass werden. So, das ist ja das Coole an Alabaster oder an Enies Lobby war ja, dass manche Charaktere Gegner hatten, die denen eigentlich total über waren und trotzdem haben sie es geschafft, die zu überwinden. Und das ist jetzt die perfekte Chance, gerade wenn du dir das hier anguckst, das muss einfach so kommen. Aber wisst ihr, was mir eben gerade auffällt, wo ich das nochmal sehe, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber wirklich jetzt eben gerade, als ich es nochmal sehe, das geht genau auf, ne? Wo ich gerade so von Arc-Bossen und so weiter spreche. Das ist schon mal 6. Ulti, Page One, Husu, Black Maria, X-Drake, Sasaki. 6. Dann haben wir noch King, wir haben Queen, wir haben Jack und wir haben Kaido. 10. Genau 10 Personen. Und wie viele Mitglieder hat die Schrotbande jetzt mit Jinbe? 10. Also ich glaube nicht oder ich weiß nicht, ob das wirklich die Arc-Bosse für alle werden und wer da wirklich mit wem kämpft, aber rein theoretisch würde es aufgehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Oda nicht die Chance nutzt und auch Kids und Law und so weiter einen Arc-Boss beschert. Aber vielleicht sind die halt einfach abgefrühstückt dadurch, indem die mit Ruffy halt zusammen auf Kaido draufhauen, muss man mal sehen. Ich möchte aber eigentlich auch von anderen Charakteren was sehen. Ich würde gerne Beppo kämpfen sehen. Ich würde gerne sehen, wie Beppo seine Sulong-Form einsetzt und halt total in Rage geht. Vielleicht macht er auch, vielleicht kriegt er einen Doppelkampf mit Carrot. Jetzt spinne ich mir schon wieder irgendwelche Sachen hier zusammen, was Kampfpaarung angeht. Aber hey, dazu kommt noch, dass ja auch die Big Mom-Piraten jetzt am Start sind. Wir haben hier in diesem Kapitel die Bestätigung bekommen, dass die Big Mom-Piraten tatsächlich alle da sind. Oder muss man halt sehen, wie viele von denen wirklich da sind. Aber jemand wie Perospero oder Katakuri vor allem oder halt Smoothie oder wie ich vorhin schon gesagt habe, Ofen, das sind auch Charaktere, die darfst du nicht außer Acht lassen. Also ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe im Prinzip keine Ahnung, wer da gegen wen kämpfen wird. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Mir gefallen die Charaktere echt gut. Und ja, hey, vielleicht sind das die 10 aus der Kaido-Bande, die sich halt mit den Strohhüten anlegen. Mal sehen. Ich fand, das war ein geiles Kapitel. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht, wenn ihr meine Frage von vorhin beantworten könnt, dann nur zu. Welcher Charakter gefällt euch hier von den Gezeigten, von den Neuen am besten? Was glaubt ihr, wer gegen wen kämpfen wird? Und was so in dem Arc noch abgehen wird? Ich bin gespannt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Schön mit Öl und Hause Pause. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht dann meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.